Hallo Leute und willkommen zur mittlerweile 11. Folge meiner Pokémon Gelb Challenge. Ja, das letzte Mal sind wir hier in der Arena von Fuchsania City stehen geblieben und ich wollte mir bis zum nächsten Mal eine Strategie überlegen. Das einzige, was mir eingefallen ist, ist mich auf mein Glück zu verlassen, ohne meine Pokémon jetzt offscreen extrem zu leveln, und ich dachte mir, nein, das wäre langweilig. Also ist es jetzt ein reines Glücksspiel, ob wir es schaffen werden oder nicht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir mein Inventar etwas sortiert und mir Übertränke gekauft. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Ja, Ninjas sind episch. Ninjas sind verdammt geil. Gut, was hast du denn so dabei? Operator möchte kämpfen. Operator setzt Onix ein. Okay, das war schon mal nicht glücklich. Birdo, das macht nervig. Das macht nervig. Easy going, Leute. Easy. Verdammt nochmal. Klammergriff ist wie Wickel. Okay. Na gut, dann machen wir ein paar was fertig. Manchmal verstehe ich die KI des Spiels nicht. Ich bin so dumm, Leute. Ich bin so dumm. Ja, das ist schön für dich, dass du... Halt, ich habe es sortiert. Dass du Onix wieder rausholst. Gut. Und... Sandenhieb. Reicht das? Oder hätte ich ein Rasierblatt gebraucht? Nein, das reicht. Und Paras. Vier Pokémon hat er. Wieso dachte ich gerade, er hat nur zwei? Wieso dachte ich das? Okay, Birdo. Flügelschlag. Und besiegt. Dann hat er noch ein Polenta. Das ist ein Shop für Snowbillycard. Hallo Polenta. Kennst du schon mein Snowbillycard? Ich würde sagen, nein, das hast du noch nie gesehen. Okay, das habe ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt. Bam. Oh, ausgewichen. Und bam. Das war's für dich, Polenta. 28, nice. Hi Mauzi. Ja, das machst du storchig. Hallo Mauzi, ich bin besser als du. Nochmal, nicht ausreichen, aber Geld. Geld, 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 Geld. Und bam. Schön. Gier besiegt Operator. Ich habe verloren. Und 116 Münzen aufgesammelt. So ist schön, Leute. Ja, machen wir Birdo weiter. Meister Koga unterweist mich in der Kunst des Sneak. Warum immer Ninjas? Alle labern von Ninjas. Ich meine, wir sind hier bei Pokémon. Ein Botaniker. Hallo Anton. Und Triplette, Birdo. Ich frage mich immer, ist Triplette mit zwei T's richtig oder muss man das eigentlich mit einem T schreiben? Ach, keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, Anton ist besiegt. Tschüss, Anton. Okay, Glutexo, 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 Sträuchi. Hi. Machen wir Biss. Nice. Wasser 3, nochmal Biss. Was? Moment. Moment, Leute, wieso hat die Attacke beim zweiten Mal weniger abgezogen als beim ersten Mal? Rätsel über Rätsel. Und Omot. Ja komm, das schaffst du, Sträuchi. Musst du ein bisschen nachleveln. Oh, Gott sei Dank.
Ausgewichen und Zoltag. Ich brauche immer noch mehr Geld. So, nice. Level 29. Noch nicer. Dann haben wir den Botanisten besiegt. Autsch. Ja, das tut weh. 112 Münzen, schön. Gehen wir mal da lang. Mist, Zirkasse. Okay. Koga ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Ach ja, Leute. Seht ihr übrigens die unsichtbaren Männer? Also, sie sind nicht unsichtbar, aber... soll ein Rätsel sein. Wer sind deine Vorfahren? Nee, das erzähle ich dir nicht. Zwei Pokémon. Operator möchte kämpfen. Abra. Ja, easy going, Leute. Easy going. Und fliegen. Okay, was setzt du ein? Nidoran männlich. Okay, was setzen wir ein? Triplette. Und dann sollen wir Nidoran besiegt haben. Tschüss, Nidoran. Obwohl, das setzt er. Ja, das macht sträuchig. Ich vielleicht noch Level 30. Bis? Reicht das? Na, dann holen wir uns noch ein paar Münzen von dir. Nice. Nicht Level 30, schade. Schade, schade. Gut. Jetzt steht noch ein Hindernis zwischen uns und dem Arena-Leiter. Bleib stehen! Frustrieren dich die unsichtbaren Mauern? Ja, wie gesagt, unsichtbar ist relativ. Botanist möchte kämpfen. Zwei Pokémon. Das sollten wir packen, Leute. Ich hoffe es zumindest mal. Birdo gegen Arbok. Triplette gegen Arbok. Seht ihr das Muster auf Arboks Bauch oder was das auch immer sein soll? Bis zu einer bestimmten Generation, wenn ich jetzt nichts falsch erzähle, hat sich das immer geändert oder ab einer bestimmten Generation? Ach, keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Ich glaube, ich jetzt hier Käse. Aber das Muster hat sich geändert. Und tschüss, Arbok. Tschüss, Arbok. 1071. Ordentlich, ordentlich. Ach, Leute, ich habe so die Schnauze voll von Arctos. Von den legendären Pokémon. In jeder Folge. In jeder verdammten Folge. Level 34, okay. Ja, es ist mir Glut ein. Das ist schön, dass du Eisstrahl kannst, Arctos. Das freut mich für dich. ...49 mal 2. Ich sollte noch ein paar KP übrig haben, aber... sicherheitshalber setzen wir meinen Supertrank ein. Gut, jetzt definitiv. Immer noch definitiv. Sollten wir Arctos besiegen. Und Rockzuckieb. Bam. 1566. Nice, Leute. Gier besiegt Botanist. Okay, Leute. Ich war jetzt schnell im Pokémon Center und ich würde sagen, ohne weiter rumzureden, kämpfen wir jetzt gegen Koga. Koga, hahaha. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens. Ja, was ihr halt die ganze Zeit mit euren Ninja habt, ich will eigentlich nur Pokémon-Kämpfe oder Pokémon spielen. Egal, fangen wir einfach an. Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Das ist jetzt nicht mein Problem, solange du nicht irgendein OP-Stuff aus dem Hut zauberst, ist das alles okay. Okay? Ah, ne. Ja, bist du schon wieder ein Mädchen, Koga? Das freut mich für dich. Gut, Birdo gegen Seepair.
Birdo gegen Seefeuer, Ruckzucki. Du bist 12 Level stärker als ich. Das freut mich. Okay, das freut mich nicht. Dann muss Nerv wieder. Ich habe extra für euch nicht offscreen trainiert, Leute, aber ich glaube, das wird ein Eigentor. Achso, ich verliere. Ich krieg sowas von auf die Fresse jetzt. Bitte, bitte. Danke. Okay, 385, schön. Magnetilo. Ne, das macht nervig. Ich habe leider nichts, was gegen Elektro-Pokémon effektiv wäre. Außer das Vierblatt. Zack. Bitte Volltreffer. Nice. Okay, das ist nicht so nice. Machen wir mal Glumanda. Ja, natürlich kommt jetzt Donnerstock, jetzt wo ich das Pflanzen-Pokémon ausgewechselt habe. Und Glut. Oh, schön. Sternschau sollten wir verkraften. Bitte viel. Und bitte sei besiegt. Nicht? Gut, damit kann ich leben. Nicht Papa? Ja, danke. Danke. Gut. Was haben wir? Enkikli. Gott verdammt nochmal. Okay. Level 48. Gut, ich sehe mich schon mal als besiegt an. Sprungkick. Nicht effektiv, 30 KP. Ja, nur nicht. So, das hier Blatt. Sprungkick, okay, ist das stärker oder nicht so? Okay, das ist verdammt stark. Okay. Mit ein bisschen Glück könnten wir Kikli besiegen. Okay, wir könnten Kikli halt wirklich besiegen. Es ist nur die Frage, was ist sein letztes Pokémon? Geht daneben. Okay. Nee, ich brauche Rasierblatt. Okay. Und bitte. Gut, Kikli down. Danke. Level 34. Schön. Bloß ob mich das jetzt rettet. Das ist ein Scherz, oder? Das ist verdammt nochmal ein Scherz. Arne wird Arktus in Kampf schicken, möchte das Pokémon wechseln. Ja. Gut, ich glaube, wir haben eine Chance, den Kampf zu gewinnen. Punchy, los. Meine einzige Chance, das zu gewinnen, liegt darin, es zu paralysieren. Oder darin besiegt zu werden. Ciao, Punchy. Punchy war mein stärkstes Pokémon. Wenn Sträuchi jetzt nicht besiegt wird, hätte ich vielleicht auch eine Chance. Ich könnte es halt wirklich auf die Art auch irgendwie schaffen. Okay. Wenn ich Eisstrahl überlebe, könnte ich es schaffen. Das ist echt eine gute Taktik. Okay. Tut mir leid für Sträuchi. Ich habe keine Ahnung, wie viel mir jetzt ein Eisstrahl abzieht, aber sicherheitshalber heilen wir mal. Okay, so ein Schnabel haut schon rein, aber ich muss es jetzt einfach mal riskieren. Ich bin paralysiert. Ich bin Gott nochmal paralysiert.
Gegen Arktos Level 48, 50, wo bin ich Level 50? Okay, was zieht das ab? Ist okay. Ist alles noch im Rahmen. X-Angriff, das ist nicht gut, aber verschafft mir eine Runde mehr Zeit. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, ja. Okay, soll ich alles auf eine Karte setzen? Ja, ich setze alles auf eine Karte. Ja! Danke! Okay. Wir haben zwar das Arktos auf Level 50 besiegt. Ja, ich staube erstmal die XP ab. Und haben Koga / Anni besiegt, aber haben leider auch zwei unserer Pokémon-Mitstreiter verloren. Oh Gott, das war einer der schwersten Kämpfe bis jetzt. Nun, da du Träger sehen uns bist, bla bla bla, ja. Ja, nimm dieses Geschenk. Gear TM6. Okay, schauen wir mal, was das ist. Das ist niemals Toxin, die lügen mich immer alle an, Leute. Die lügen mich alle an. Und es ist Geofissur. Ja, das trifft sowieso nicht. Ach Gott. Ich habe leider Quappo verloren, was Surfer hätte erlernen können, und Strolchi. Okay, Strolchi war leider das neueste Pokémon in unserem Team und somit auch das schwächste. Aber um Quappo / Punchy tut es mir wirklich leid. Na gut, schauen wir mal, wie wir die beiden ersetzen können und ob wir überhaupt noch lange leben, denn die Kämpfe werden ab jetzt nicht leichter. Okay, nachdem ich jetzt Punchy und Strolchi auf den PC verfrachtet habe, ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe kein weiteres Pokémon, was Stärke lernen könnte. Das ist jetzt momentan nicht so schlimm, aber wenn wir es bis in die Siegestraße schaffen sollten, stellt uns das vor ein paar kleine Schwierigkeiten. Okay, aber setzen wir jetzt erstmal so unsere Reise weiter fort. Ach Moment, Picatinny kann surfen. Habe ich komplett vergessen. Schauen wir mal, wir könnten uns doch hier ein weiteres Pokémon fangen. Der Route waren wir noch gar nicht. Vielleicht finden wir irgendwas Gutes. Pixie, okay. Damit können wir Snobilikot ersetzen. Wenn wir es fangen können. Wir sollen ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Okay, könnte funktionieren. Könnte funktionieren. Es sei denn, ich besiege Pixie jetzt. Komm schon, Pixie. Okay, nice. Ich hab noch Pokébälle, ja, hab ich. Bitte, Pixie, bitte. Du hast das Pokémon verfehlt. Warum denn, Pixie? Okay, Pixie will scheinbar nicht zu unserem Team gehören. Dann mag ich dich auch nicht, Pixie. Mag dich nicht, Pixie, danke. Gut, wir besiegen noch die drei Trainer, Leute, und dann schauen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was der gesagt hat. Ich war jetzt im Kopf immer noch beim Ausscheiden der beiden Pokémon aus unserem Team. Also, ihr wisst schon, dass sie gestorben sind. Und ja, ein Bugcatcher mit einem Kleinstein auf Level 29. Surfer Picatinny? Ich habe Picatinny überhaupt nicht eingesetzt in der Arena, oder? Nein, habe ich nicht. Gut. Kleinstein besiegt und ein Jugong. Da wechseln wir doch lieber mal. Das macht nervig. Wir haben im Moment ein verdammt anfälliges Team gegen Eisattacken. Okay, so ist der Zufall aber nun mal. Wenn ich wirklich spielen würde, würde ich mein Team viel ausgewogener zusammenstellen. Aber was soll's. Da müssen wir durch. Hier besiegt Bugcatcher. Also sowas. So, was hat der nächste Bugcatcher so dabei? Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du alleine gewinnst. Nee, nee, nee. Jetzt gehört das Gras mir. Und nur mir alleine. Oh, vier Pokémon. Oh, ein Dodo. Süß.
Slam. Ja, hast du gut gemacht, Picatinny. Verdammt gut gemacht. Dann surfen wir halt ein bisschen. Di 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 di. Und besiegt. Gut. Oh, Level 31. Schön. Wir gehen mit kleinen Schritten wieder weiter nach vorne. Mit ganz kleinen. Ammonitas, nochmal Surfer. Steht zwar jetzt bestimmt dran, dass es nicht effektiv ist, aber es ist die ganz normale Attacke. Panzerschutz, ja, das juckt mich jetzt nicht. Du bist besiegt. Besiegt, sage ich. Danke sehr. Ein Sandame. Ja, warum nicht? Und weg mit dir. So, was hat er denn jetzt noch so? Ein Tauboss. Tauboss. Ne, da bleiben wir bei Picatinny. Das surfen wir nochmal. Ich surfe jetzt durch alles durch. Das ist mir vollkommen egal. Vielleicht rächt das hier irgendwie den Tod von Punchy, was ich zwar nicht... Ach verdammt! Was ich nicht glaube, aber egal. Säure! Wegen einmal Sandwirbel. Ganz im Ernst, treffe ich gar nichts mehr. Ja, Ruckzuckhieb. Oh Gott. Wenn ich mich jetzt von irgendeinem dahergelaufenen Typen besiegen lasse, ja. Danke sehr. Nachdem ich das Arktos auf Level 50 besiegt habe. Das gottverdammte Arktos Level 50. Ich bin sauer, Leute. Ich bin verdammt nochmal sauer. Guru, Guru. Wie klingt mein Vogel? Ausbaufähig. So. Bugcatcher möchte kämpfen. Bugcatcher setzt Giflor ein. Okay, Giflor. Ging dich drauf. Ach, darf Glumanda kämpfen. Hallo Giflor, Level 34, okay. Stachelspore, keine Wirkung. Die Attacke ist sehr effektiv. Guck mal, der erreicht Level 34, na, ist okay. Ich musste nicht mit dir kämpfen. Oder so ähnlich. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir den heutigen Part. Eventuell, aber nur eventuell, trainiere ich diesmal meine Pokémon offscreen etwas nach, aber nur bis Level 40. Die Gegner werden trotzdem noch stärker sein. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!